Tag auch. Ich bin Harry Hortmann aus Hamburg und ich möchte euch mal eine Story erzählen, die mir gestern auf der Autobahn kurz vorm Kormler Kreuz passiert ist. War schon ein bisschen schummrig, aber dafür ziemlich leer. Wahrscheinlich wegen der hohen Benzinpreise. Plötzlich kommt mir was entgegen. Ich denke, es ist ein Geisterfahrer oder was? Denkst du, das war original eine fliegende Untertasse? Und nun kommst du. Das Ding dreht bei und fährt an meiner Seite. Ein kleiner grüner Kerl guckt raus und quatscht mich an. Zuerst sprach er Chinesisch, dann auf Hochdeutsch. Sicherlich, weil ich so gut wie kein Chinesisch kann. Tausche UFO gegen 30 Tonner Diesel. Tausche Weltall gegen Bundesautobahn. Tausche UFO gegen 30 Tonner Diesel. Ich hab nen ungeheuren Bock aufs Autofahren. Das Angebot erschien mir ziemlich günstig. In Gedanken stieg ich ein und hob schon ab. Ich sagte noch zu mir, Mensch, Harry, sei vernünftig. Da kamen Stimmen wieder aus dem UFO neben meinem Truck. Meine Story ehrlich glauben. Über solche Sachen mache ich echt keinen Spaß. Immerhin sitze ich hier ohne einen Tropfen Sprit im Tank. Mit dem UFO und wir sind alleine auf dem Mars. Tausche UFO gegen 30 Tonnen Diesel. Tausche Weltall gegen Bundesautobahn. Tausche UFO gegen 30 Tonnen Diesel. Ich hab ungeheuer Bock aufs Autofahren. Tausche UFO gegen 30 Tonnen Diesel. Tausche Weltall gegen Bundesautobahn. Tausche UFO gegen 30 Tonnen Diesel.